So, dann gucken wir mal hier Speichern. So. Schauen wir bei ihm vorbei. Ach nee, wir müssen noch zum Schottland Yard danach noch, ne? Ich glaube, bei dem. Da steht's. Blake. Hier bin ich richtig. Hier muss ich sein, genau. Der Kaffee ist fertig. Hallo, Mr. Blake, ich bin zurück. Und? Haben Sie das Amulett? Das ist eine etwas längere Geschichte. Genau. Das ist, ich dachte, es wäre ein Einmalbug, aber okay, gut. Ja, na, dann erzählen Sie mal. Ich bin gespannt. Ich habe das Amulett gefunden. Es war eingemauert in das Mausoleum des Schlossherrn. Tatsächlich. Es gibt das Amulett. Und Sie haben es? Zeigen Sie her. Ja, ich hatte es. Nun ja, ich hatte es, aber es ist mir wieder gestohlen worden. Gestohlen? Wie konnte das passieren? Keine Ahnung. Ich habe es während der Überfahrt in meiner Kabine versteckt. Irgendjemand hat eingebrochen und alles durchwühlt. Fehlte denn sonst noch etwas? Nein, nichts. Es muss Ihnen jemand gefolgt sein. Davon habe ich nichts bemerkt. Wer könnte auch davon wissen, dass ich in diesem gottverlassenen Nest ein Amulett gesucht habe? Es ist gut möglich, dass man sich für Ihre Ermittlungen interessiert, Mr. Halligan. Unterschätzen Sie nicht die Macht der Druiden. Mr. Blake, Sie meinen, Druiden haben mir das Amulett gestohlen? Das ist doch absurd. Das Amulett ist von größter Wichtigkeit für die Vollendung des Rituals. Sie können sicher sein, dass nicht nur wir Interesse daran haben, sondern auch die Druiden. Ich denke, es gibt seit 1000 Jahren keine Druiden mehr. Wie es aussieht, gibt es noch welche. Ganz so, wie ich es vermutet habe. Sie sind unter uns. Sie waren nie fort. Sie waren nie weg. Mir ist bislang niemand begegnet, der wie ein Druide aussah. Nein, Mr. Halligan. Die Erben der Druiden erkennt man natürlich nicht an Umhang und Sichel. Es sind Menschen wie Sie und ich. Vielleicht sind sie mächtige Industrielle, hohe Politiker oder einflussreiche Militärs. Menschen an den Schaltstellen der gesellschaftlichen Macht. Und was soll ich jetzt tun? Ich kann doch unmöglich die gesamte Elite Englands daraufhin überprüfen, ob sie vielleicht Druiden sind. Nein. Aber es lohnt sich bestimmt, ein Auge auf die Neodruiden-Gruppierungen zu werfen. Wenn jemand für sich in Anspruch nimmt, das Erbe der Druiden zu verwalten, dann sie. Neodruiden? Was ist das nun wieder? Es gibt eine Reihe von Gruppierungen, die für sich in Anspruch nehmen, rechtmäßige Nachfolger der Druiden zu sein. Sie organisieren sich in Orden, ähnlich wie Templer oder Freimaurer. Sind da Druidika? Erzählen Sie mir noch mehr. Erzählen Sie mir mehr von den Neodruiden. Wie ich sagte, die Neodruiden richten ihr ganzes Leben auf die Umsetzung der alten druidischen Ideale aus. Einige von ihnen betätigen sich auch für gemeinnützige Zwecke. Aber es gibt auch ein paar wirklich obskure Vereinigungen, die druidische Inhalte mit okkultistischen Riten vermischen. Es geht das Gerücht, dass auch in London eine solche Sekte tätig ist. Mhm. In London, sagten Sie? Wissen Sie, wo ich diese Leute erreichen kann? Ich habe keine Ahnung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die Gruppe von den wenigen Menschen, die überhaupt je von ihr gehört haben, als der Zirkel bezeichnet wird. Danke, Mr. Blake. Ich werde sehen, was ich damit anfangen kann. Gut, wenn Sie noch Fragen haben, ich bin jederzeit erreichbar. Eine Sache noch, Mr. Blake. Ja? Ich habe das Gefühl, die Sache könnte jetzt gefährlich werden. Ja, das könnte sein, Mr. Halligan. Es ist vielleicht sicherer für uns beide, wenn noch jemand Drittes über alles informiert ist. Bitte rufen Sie Melanie Turner in Oxford an und erzählen Sie ihr die ganze Geschichte. Sie muss alles wissen, was Sie auch mir erzählt haben. Sie arbeitet im Anthropologischen Museum. Ihre Nummer steht im Telefonbuch. Und richten Sie ihr aus, dass ich mich so bald wie möglich bei ihr melden werde. Würden Sie das für mich tun? Natürlich, Mr. Halligan. Viel Glück. Okay.
Also ein Glück gibt's diese Hotspots-Geschichten. So, wir müssen die Sachen hier machen. Helligan! In mein Büro! Sofort! Ups. Oh, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Nee. Helligan, kommen Sie nur rein. Man muss sich ja freuen, dass Sie ab und zu mal bei uns reinschauen. Was gibt's denn schief? Wissen Sie, Helligan, ich frag mich, was Sie inzwischen so getrieben haben. Ich habe ermittelt, Chief. So haben Sie das. Und wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe Heerscharen von Pressefritzen, besorgten Bürgern und Politikern aus meinem Büro herauskomplimentiert. Ein bisschen, ja. Das Telefon steht seit heute Morgen nicht mehr still. Der Bürgermeister war schon hier bei mir im Büro. Und von ihm ist hier nicht besonders viel zu sehen. Wann kann ich endlich mit Ergebnissen rechnen? Ich bin am Ball, Chief. Ich bin am Ball, Chief, aber es dauert nun mal seine Zeit. Es dauert, es dauert. Hör ich denn hier von keinem Detective je etwas anderes? Wo zum Teufel haben Sie gesteckt, Helligan? Woanders. Sie bekommen Ende der Woche einen Bericht. Ende der Woche? Warum nicht gleich Ende des Monats oder des Jahres? Oh, danke, Morgen Chef. Früh will ich Ergebnisse auf dem Tisch haben, Helligan. Und jetzt will ich wissen, wo Sie die ganze Zeit gewesen sind. Und ich sage, ich werde es in meinen Bericht schreiben. Werden Sie mir mal nicht noch frech, Detective. Als Ihr Chief habe ich jederzeit das Recht, mich nach dem Stand der Ermittlungen und auch nach Ihren Vorgehensweisen zu erkundigen. Ja, Chief, natürlich. Klingt schon besser. Sonst kann ich Sie auch über jede Ihrer Maßnahmen einen Bericht schreiben lassen. Das wissen Sie ja wohl. Also schön, ich war bei einem Experten für Druiden. Sie waren wo? Helligan, sind Sie jetzt völlig von Sinnen? Sie sollen nicht Ihren Hobbys nachgehen, sondern den Skelettfall aufklären. War das alles, Chief? Nein, das war nicht alles. Einer der Anrufe des heutigen Morgens kam vom 4. Polizeirevier in Oxford. Aha, und? Ein Bettler hat sich bei den Kollegen gemeldet. Er gab an, erst betäubt und dann beraubt worden zu sein. Ups. Und wissen Sie auch von wem? Von einem Mann, der sich Detective Helle genannte. Die Kollegen haben in der zentralen Personaldatenbank nachgesehen und sieh da, es gab dort einen Detective Helligan. Und zwar in meinem Department. Was sagen Sie dazu? Chief, die Sache mit dem Bettler muss ein Irrtum sein. Eine Verwechslung. Eine Verwechslung, ja. Das will ich hoffen. Denn sollte sich herausstellen, dass an den Vorwürfen was dran ist, dann können Sie für den Rest Ihres Berufslebens im Wirtschaftshof die Streifenwagen waschen. Wann kam denn der Anruf von den Kollegen? Ist noch keine halbe Stunde her. Was meinen Sie wohl, wie unangenehm mir die Sache war? Der Officer am anderen Ende meinte, dass der Bettler noch einen Rest der Substanz dabei hatte, mit der er betäubt wurde. Medizinischer Alkohol, gemischt mit Apfelsaft. Keine Ahnung, wo der herkommt. Bitte sagen Sie mir, dass das nicht Sie waren. Damit habe ich nichts zu tun, Chief. Wirklich. Das will ich für Sie hoffen. Und im Übrigen hoffe ich, dass Sie sich jetzt endlich um den Fall kümmern. Da würde ich ja, aber du laberst die ganze Zeit. Gut, Chief, ich habe Sie verstanden. Tatsächlich. Na großartig, Detective. Dann gehen Sie jetzt und machen Sie Ihre Arbeit. Und ich glaube auch. Sollte mir zu Ohren kommen, dass Sie mit irgendwelchen unsauberen oder illegalen Methoden ermitteln, dann sind Sie augenblicklich raus aus dem Fall. Er hat doch gar keinen anderen mehr. Chief. Er hat doch gar keinen anderen mehr. Was war das hier? Ach ja, das war meine... Oh, der Anrufbeantworter blinkt. Brent? Hallo? Bist du's? Das ist Oma. Hier ist deine Mutter. Ah, Mutti. Mutti. Weißt, ich hasse diese neumodischen Sprechdinger. Ja, ja. Du hast schon Monate nichts mehr von dir hören lassen, Brent. Findest du das richtig? Am Wochenende ist der 75. Geburtstag von Tante Annie. Wir beide sind eingeladen. Du kommst doch wohl mit, Brent. Und zieh dir bitte etwas Vernünftiges an. Tu mir den Gefallen. Oh Gott, das hat mir gerade noch gefehlt. Das ist aber Nummer 6. Oh. Guten
Guten Tag, Sir. Hier ist Al's Pizza Palace. Die Rechnung vom letzten Quartal ist noch offen. 275 Pfund. Bitte begleichen Sie das in den nächsten Tagen, sonst kann ich nicht mehr an Sie liefern lassen. 275 Pfund? Wow, meine persönliche Bestmarke. Der bleibt natürlich hier. Hallo, Mr. Halligan. Hier spricht Melanie Turner. Ah. Ich habe mich schon gewundert, warum ich so lange nichts von Ihnen höre. Aber eben hat Mr. Blake mich angerufen und mir alles erzählt. Ich bin im Moment ziemlich viel unterwegs und telefonisch nur schwer zu erreichen. Wenn Sie mich brauchen, lassen Sie mir doch einfach eine Nachricht zukommen. Bis dann. Ich brauche Sie. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, Detective Halligan. Halten Sie Ihre Nase aus unseren Angelegenheiten heraus. Aha. Es passiert ein Unglück. Was? Wer war denn das? Halligan, hier ist Miller. Verdammt nochmal, wo stecken Sie? Muss man Ihnen jetzt schon auf Ihren verdammten Anrufbeantworter sprechen, wenn man Sie erreichen will? Sollten Sie zufällig mal hier im Department vorbeischauen, dann will ich Sie in meinem Büro sehen. Hier spricht Chief Miller. Jetzt reicht es mir aber bald mit Ihnen. Kommen Sie schnellstmöglich in mein Büro, ist das klar? Der Chief. Gut, dass ich das schon hinter mir habe. Hat sich einer... Meine Fallakte. Das war auch nicht so. Hat sich einer die Nummer gemerkt von dem Typen? Was ist denn da wieder los? Keine Amtsleitung. Was ist denn da wieder los? Keine Amtsleitung. Scotland Yard, Detective Lorry. Oh. Hallo? Hallo! Ich telefoniere nie per Hörer. Das Ding ist mir einfach zu schwer. Die Freisprecheinrichtung ist viel bequemer. Moment mal. Ah ne, falscher. Scotland Yard, Detective Lorry. Ich probiere mal was. Kann man das? Hier spricht Chief Miller. Jetzt reicht es mir aber bald mit Ihnen. Kommen Sie schnellstmöglich in mein Büro. Ist das klar? Oh, natürlich. Die Schere. Ich komme. Bin schon unterwegs. Die Schere. Schere, Schere, Schere. Schere, Schere, Schere. Wo war denn sein Büro? War es das hier? Auf dem Klemmbrett liegen jetzt das Formular für Informationsbeschaffung, das abgeschnittene Kohlepapier und das Formular für Materialbeschaffung. Puh. Okay. Holen wir uns jetzt einen Blankusch? Ah, nee, geht gar nicht. Da drüben ist er, ne? Da ist gerade Lorry drin. Besser er als ich. Okay. Wir geben mal ihm vielleicht in der Zwischenzeit das hier. Chris, sehen Sie mal hier. Können Sie damit etwas anfangen? Das sind jetzt Tannennadeln, Brent. Mal was anderes. Ich muss schon sagen, Sie zeigen mir in letzter Zeit nicht unbedingt die spektakulärsten Dinge. Ich weiß, Chris, aber vielleicht sind diese Nadeln von gewissem Wert für mich. Ich habe sie auf der Überfahrt von Frankreich nach England in meiner Kabine gefunden. Na und? Was soll das heißen? Ich bin dort bestohlen worden. Detective Halligan lässt sich im Urlaub beklauen. Erzählen Sie das bloß niemandem hier im Department. Schon gut, Chris. Hängen Sie es nicht gleich an die große Glocke. Und was haben die Nadeln nun damit zu tun? Vielleicht führen Sie mich auf die Spur des Täters. Was? Halligan, Sie sind wirklich rührend naiv. Wissen Sie eigentlich, wie viele Nadelbäume es auf der Welt gibt? Hm.
Vielleicht gibt es ja spezielle Sorten. Ja, das stimmt schon. Aber viel weiter wird sie das jetzt auch nicht bringen. Vielleicht können sie den Kreis der Verdächtigen auf einen Kontinent eingrenzen. Das wäre natürlich eine sehr heiße Spur. Ich will Ihnen etwas sagen, Helligan. Diese Nadeln können Sie wegwerfen. Damit überführen Sie niemanden. Untersuchen Sie sie trotzdem. Meinetwegen. Aber viel bringt das nicht, das sage ich Ihnen gleich. Moment, ich schaue mir die Dinger mal an. Also, europäische Tannen sind das nicht. Okay. Untypische Nadelformen, auch sehr groß. Vielleicht stammen die aus Asien, aber so genau kann ich Ihnen das natürlich nicht sagen. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Sicher, Helligan. Damit haben Sie schon eine recht kleine Gruppe von in Frage kommenden Tätern ausgemacht. Alle Einwohner Asiens, plus die Touristen. Na gut, es ist wohl wirklich eine Schnapsidee. Schön. Wäre das alles, Brent? Ich muss hier noch andere Dinge untersuchen als Tannennadeln. Ja, sicher, das wäre alles. Okay, aber immerhin. Ist der Boss frei? Ja. Oh, oder? Erst angucken. Angucken ist wichtig. Und dann... Chief, ich habe hier eine 88M9 für Materialbeschaffung. Materialbeschaffung? Sie brauchen schon wieder neues Büromaterial? Helligan, Sie werden diese Abteilung noch finanziell ruinieren. Wissen Sie das? Natürlich, Sir. Ich meine, nein, Sir. Es geht wirklich um nichts Bedeutendes. Ich könnte einen neuen Bleistiftspitzer gebrauchen, das ist alles. Wann lernen Sie endlich, auf Ihre verdammten Sachen besser aufzupassen, Helligan? Scotland Yard kann kein Geld drucken. Die Kostenstelle macht mir jeden Monat die Hölle heiß wegen des Defizits. Unser Etat für dienstliche Kosten ist begrenzt. Ich weiß, Chief. Aber ohne ein Minimum an Büroausstattung kann ich nun mal nicht arbeiten. Hier, ich habe schon alles unterschriftsfertig für Sie vorbereitet. Also gut, geben Sie schon her. Und gleich mal einen Blankocheck unten ausgefüllt. Aber das ist das letzte Mal. Haben wir uns verstanden? Was? Die nächsten Anspitzer kaufen Sie von Ihrem privaten Geld. Na, so alles ist es ja nicht. Sonst noch Wünsche, Detective? Nö. Nein, das wär's schon. Na bestens. Sie finden allein raus, nicht wahr, Detective? Sicher, Chief. Also das geht ja natürlich nicht, oder? Beste Arbeitsmaterial vom eigenen Geld. So. Jetzt haben wir nämlich, das war glaube ich hier, ne? Das ist ein Formular für Informationsbeschaffung. Ich bin's nochmal, Janet. Hallo, Brent. Wie läuft es bei Ihnen? Sind Sie inzwischen weitergekommen? Ja, ich habe einen interessanten älteren Herrn kennengelernt. Und jetzt brauche ich eine Datenbankauskunft. Hier ist mein 234 römisch 2, unterschrieben von Chief Miller. Okay. Sehr schön. Nach welchem Suchbegriff soll ich schauen? Ich suche Informationen über eine Gruppe namens der Zirkel. Brechen! Zirkel. Brechen. Sekunde, das haben wir gleich. Ja, da haben wir etwas in der Datenbank. Lassen Sie mal sehen. Ein Neo-Druiden-Orden, Hauptsitz London. Der Chef der Gruppierung ist ein gewisser Lord Sinclair. Sind irgendwelche Straftaten der Gruppe bekannt? Sekunde, Brent. Dafür musst du dieses Formular holen? Gegen diesen Lord Sinclair lief mal eine Beschwerde wegen nächtlicher Ruhestörung. Das ist alles? Nein. Warten Sie mal. Auf dem Grundstück des Lords ist vor einigen Monaten ein Gärtner ermordet worden. Der Täter wurde nicht ermittelt. Aber der Mörder ist doch sonst immer der Gärtner. Nach dem Mord wurden Lord Sinclair und sein Orden eine Zeit lang beobachtet, aber es haben sich keine Auffälligkeiten ergeben. So, so. Das ist ja interessant. Sonst noch was? Naja, eine Ordnungsstrafe hat dieser Sinclair mal bekommen. Wegen Jagens ohne Jagdschein. Sonst nichts. Können Sie mir davon bitte einen Ausdruck machen? Natürlich. Aber sagen Sie mal, das ist der was Spruch. Haben denn bitte Neo-Druiden mit Ihrem Fall zu tun? Ist das wieder eine Ihrer typischen fixen Ideen? Ich glaube kaum.
Jedenfalls werde ich mir diese Herrschaften mal etwas näher ansehen. Na, dann viel Spaß. Können Sie mir davon Ausdruck machen? Es ist ja die Stimme von McCoy aus Blade Runner, aus dem Spiel. 1997, 96, glaube ich, gekommen, ne? Und da hat er ja auch, wenn er die Bilder gescannt hat oder analysiert hat und wir irgendwas gefunden haben, hat er dann dem Computer mal gesagt, mach mir davon mal Ausdruck. Gut, tausend Dank, Janet, ich muss los. Okay, Brent, bis später. Das ist der Ausdruck von der Datenbankauskunft über den Zirkel. Lord Sinclairs Adresse steht auch drauf. 234 Winchester Street. Okay. Können wir das Ding hier noch eine... Nee. Achso, erstmal dicht angucken. Können wir davon eine Fotokopie machen von dem? Es passiert nichts. Die Tannennadeln aus der Schiffskabine. Vorschriftsmäßig als Beweisstück sichergestellt. Okay. Lass mich raten, das Ding wird mir irgendwann geklaut, deswegen brauche ich eine Kopie oder was? Das ist der Ausdruck von der Datenbankauskunft über den Zirkel. Lord Sinclairs Adresse steht auch drauf. 234 Winchester Street. Oder aber, wir lernen einen Namen... Warte mal, geht das? Wir sollen eine Nachricht zukommen lassen, also Papierform oder so. Ist da was? Der Museumsbrief. Was könnte ich da hineinwerfen? Tatsache. So, das müsste Mrs. Turner reichen, um mich zu finden, falls mir etwas zustößt. Die Frage ist, warte mal, ich habe vorher nicht gespeichert. Ich will es aber auch gar nicht probieren. Was passiert denn, wenn wir... nein, nicht ersetzen. Was passiert denn eigentlich, wenn man das dann nicht macht? Huch, wir haben ja Flacker. Wo haben wir denn? Epping Forest, ne? Nee, Lord Sinclair. Und was ist Epping Forest? Ach, das war der Mordfall. Dann gucken wir wenigstens noch zum Lord hier rein. Ui. Ja, bitte. Spreche ich mit Mr. Sinclair? Nein, Sir, bedauere. Hier spricht der Butler von Lord Sinclair. Ich möchte Lord Sinclair sprechen. In welcher Angelegenheit, bitte? In einer Mordsache. Wie bitte, Sir? Mord. Ich ermittle in einer Mordsache. Öffnen Sie bitte die Tür. Ich möchte Lord Sinclair ein paar Fragen stellen. Tut mir leid, Sir, aber Lord Sinclair ist nicht da. Wann kann ich mit seiner Rückkehr rechnen? Sir, dazu werde ich Ihnen keine Auskunft geben. Wo steckt er denn? Bitte verstehen Sie, dass ich Ihnen von Berufswegen dazu nichts sagen kann. Ach, so ist das. Na schön, ich komme wieder. Verlassen Sie sich darauf. Natürlich, Sir. Danke für Ihren Besuch. Guten Tag. Na toll, so viel zum Besuch. Da kommen wir hin. Oh, wir können über links, immer rechts. Guck mal, da sind Wächter. Das ist die Schubkarre des Gärtners. Guten Tag, Mister. Schöner Tag heute, nicht wahr? Ja, das Wetter ist prächtig. Genau richtig für einen Spaziergang. Ja, genau, den mache ich. Ich hatte einfach keine Lust mehr, an einem so schönen Herbsttag im Büro zu sitzen. Ja, das kann ich gut verstehen. Was für einen Job machen Sie denn? Ich? Oh, ich bin beim Grünflächenamt. Verwaltung öffentlicher Flächen, Sie wissen schon. Ach so? Ist mit Lord Sinclairs Außenanlagen etwas nicht in Ordnung? Alles kaputt. Doch, doch, alles bestens. Ich bin ganz privat hier. Nur ein bisschen frische Luft schnappen.
Was tun Sie denn gerade? Ich muss die Hecken schneiden. Die sind im Sommer ganz schön gewuchert. Lord Sinclair will nicht, dass sie über die Wege ragen und eventuell Spaziergänger stören. Er ist ein sehr gewissenhafter Mensch. So, ist er das? Ja, absolut. Er lebt hier sehr zurückgezogen und er achtet streng darauf, dass er nichts tut, was anderen Menschen ein Ärgernis sein könnte. Mhm. Was könnte das denn sein hier draußen? Nun ja, jemand könnte sich von der unordentlichen Hecke gestört fühlen, zum Beispiel. Oder sich daran verletzen. Mhm. Es gäbe dann sicher einen Beschwerdebrief oder eine Verwarnung oder so etwas. Und Lord Sinclair müsste sich darum kümmern. So etwas mag er nicht. Er möchte alles so einrichten, dass es keinen Grund gibt, ihn zu behelligen. Sie meinen, er möchte seine Ruhe haben? Ja, so könnte man es nennen. Selbst ich sehe ihn nicht besonders viel. Er ist oft unterwegs mit den Gentlemen aus seinem Club. Aha. Was macht Lord Sinclair denn eigentlich beruflich? Sie meinen, ob er arbeitet? Wer so reich ist, braucht nicht zu arbeiten. Ich glaube, er spekuliert an der Börse. Und gelegentlich höre ich seine Leibwächter auch über neue Lieferungen sprechen. Lord Sinclair wird wohl irgendwelche Import-Export-Geschäfte machen, aber ganz im Vertrauen. Ich glaube nicht, dass er das wirklich nötig hat. Er macht seine Geschäfte wohl nur aus Zeitvertreib. Sie sind eine Art Hobby für ihn oder so etwas. Er ist oft unterwegs? Ist jetzt gerade auch nicht da? Doch, jetzt ist er da. Gut, dann er hat Besuch. Er und seine Freunde bereiten gerade ein kleines Fest vor. Sie werden heute Abend zusammen essen. Das tun sie in letzter Zeit sehr oft. Kommen denn viele Gäste? Nun, Lord Sinclair hat mir gesagt, er erwartet die vier Gentlemen aus seinem Club. Und wie immer einen Ehrengast. So, so, ein Ehrengast. Ja, das ist wohl eine Tradition des Clubs. Zu den Festessen wird jeweils ein Ehrengast geladen. Lord Sinclair sagt immer, der Ehrengast ist die Hauptperson eines gelungenen Essens. Er ist sehr gastfreundlich. Seine Gäste gehen ihm über alles. Hat er nicht Angestellte, die alles für ihn vorbereiten? Sicher. Aber was das Essen angeht, ist der Lord sehr eigen. Er besteht darauf, es selbst zuzubereiten und besorgt sogar die Zutaten selbst. Er ist ein richtig leidenschaftlicher Hobbykoch. Er weiß, was er für Fleischzutaten nimmt. So etwas hat man selten bei Leuten, die sich um Geld keine Sorgen machen müssen. Wenn ich reich wäre, würde ich mir das alles fertig ans Bett bringen lassen. Ich auch. Da können Sie wetten. Aber die wirklich reichen Leute haben ja eben ihre eigenen Vorstellungen. Lord Sinclair kocht immer selbst. Er schließt sogar die Küche ab. Wahrscheinlich will er nicht, dass andere Leute herausbekommen, welche Rezepte er benutzt. Welche Zutaten? Beim Fleisch. Ich muss wieder los. Die Pflicht ruft. Wünsche noch frohes Schaffen. Danke. Schönen Tag noch. Ja, dann machen wir hier eine Speicherung. Und machen an der Stelle hier Feierabend. War ja auch anstrengend. 3 Spiele, ne? Einer mit ein bisschen Problemen behaftet. Aber wir haben es einigermaßen gemeistert, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend zum Themenabend. Ich guck mal, was wir da Hübsches finden werden. Ich bin da selber noch gespannt, weil ich es nicht weiß, was wir spielen werden, ne? Habt einen schönen Start, also mit Schlaf und dann aufstehen. Und einen schönen Sonntagmorgen, ne? Schönes Frühstück, ausgiebig bitte. Und bis dahin. Euer Firefox.